Jetzt hoffe ich nur, dass wir auch noch Strom haben. Okay, 300 Meter. Dann muss ich mir das... Okay, dann schauen wir jetzt mal nach dem Strom. Halt. Das nehmen wir natürlich mit, ne? Ich werde dann auch gleich sehen, was ich vorhabe. Also viele, die das Spiel wahrscheinlich schon länger machen, die werden wahrscheinlich wissen, worauf ich hinaus will. Das Problem ist nämlich immer die Entfernung. Man kann halt nur bis zu einer bestimmten Entfernung weit bauen, ne? Strom ist Potenzial A, also da hätten wir keine Probleme, was den Saft angeht, ne? Für nix hätten wir da Probleme. Okay, 82-83% ist das höchste, maximale Feldstärke, das ist doch cool. Okay, ich kann es zwar jetzt hier markieren, dann ist zwar der andere Marker weg, aber das ist ja egal. Den haben wir ja hier. Wir haben 312 Meter, das ist gut. Dann gehen wir nämlich jetzt halt genau auf den Punkt zu und bei 150 Metern in etwa werden wir dann im Grunde unser Lager aufschlagen. Und das Schöne ist wirklich, dass es hier so flach ist. Reines Ferrit und Kohlenstoff. Das Natrium habe ich zwar gesehen links, als ich da gescannt habe, aber das baue ich dann später ab. Oh, Pflanze. Sprich Sauerstoff. 216. Über Zimmer. 169. 150. Okay. Dann bitte einmal den Basiscomputer hier aufstellen. Schauen wir mal, gibt es da nochmal? Ich habe es nämlich schon mal gehabt, dass zwei solche Dinger irgendwie ineinander waren. Ganz komisch. So. Keinen früheren Anspruch. Alles klar, wir beanspruchen. Ich möchte es hier einfach ein bisschen besser aufbauen, als ich es bis jetzt immer gemacht habe. So, wir sind jetzt im Grunde in der Mitte zwischen dem Kobalt und hier dem Strom. So, kann ich überhaupt den Stromding schon bauen? Ja, doch. Elektromagnet, alles klar. So, ein Batterieline brauchen wir auf jeden Fall, wo wir hinleiten können. Kann ich dich bauen? Da brauchen wir zwei Metallplatten und noch chromatisches Metall. Das ist halt jetzt noch das Blöde, ne? Aber okay. Da brauche ich nur Metallplatten für die Versorgungsdepots. Für den Mineralien brauche ich auch chromatisches. Kupfer habe ich ja doch einiges. Das passt. Nein, falsche Taste. Passiert mir auch immer wieder. Ja, das ist wurscht. Es soll hier nicht schön ausschauen. Es soll sinnig sein, wie ich es aufbaue. Effektiv meine ich, soll es sein. Ich habe nämlich, glaube ich... Ach nee, die Geräte habe ich ja einstecken. Okay, na dann passt. Dann hauen wir da mal ganz kurz die Raffinerie her und schmeißen da... Ist auch wurscht, wo du es hinstellst. Aber ich werde mir schon noch eine Plattform machen. So, laden wir mal. Dann schmeißen wir hier das Kupfer rein. Ich
denke mal, 900 sollten reichen, oder? Das sind dann 450. 2,5 Minuten, das passt. Währenddessen können wir ein bisschen bauen und farmen. Oder scannen. So, wir könnten hier einfach eine Fläche schaffen. Ist doch egal. Da ich ja hauptsächlich mit Kohlenstoff arbeite hier, machen wir das Ganze halt mit Kohlenstoff. Das ist ja egal. Ja, ein bisschen mehr schon, ne? So. Achso, da ist jemand gelandet anscheinend. Das sieht mir nämlich nicht nach einem Unglück aus. Es landen ja immer wieder mal andere Gag, Wiken oder ne, Kovacs. Die landen ja immer hier irgendwo. So, du läufst noch durch. Schauen wir mal, was. Hab ich dich schon? Nee, dich hab ich gar nicht. Bist du gefährlich? Schläft im Stehen, Leopardenfrucht, gräbt nach Knollen, unaufmerksam. Projektilmunition, das heißt dann gleich wahrscheinlich kein Frachtraum mehr verfügbar. So, dann stelle ich dich mal ein bisschen woanders hin. Also ganz hier vorne an die Kante würde ich dich stellen jetzt. Weil dann könnte man nämlich von dem, weil es sind bloß 150 Meter, das sollte normalerweise funktionieren ohne Probleme. So, dich stelle ich auch woanders hin. Dich stelle ich jetzt mal hier an die Seite. Auch jetzt erst einmal wurscht, kann ich auch immer noch versetzen. Und du bist bei 100%, das ist ja perfekto. So. Okay, Metallplatten brauchen wir hier 2. Da brauchen wir 5, da brauchen wir 10, also brauchen wir einiges. Wie viel haben wir denn an Ferrit? 2400. Warte mal, dann stell die Maschine nochmal hin. Dann lassen wir da jetzt nämlich noch das Eisen durchlaufen, zumindest halt ein bisschen was davon. Das sind 3000, das passt schon. Machen wir halt extremer Hitzeschaden. Bloß nicht sterben hier. Gut. Gucken wir mal, wo der beste Platz ist. 82, ja, eigentlich ist er hier genau an der Stelle ideal. Erzeugt 247 KP, wunderbar.
Wunderbar. Lade. Man sieht schon, wie schnell das geht. Ne? Also die Ladegeschwindigkeit ist enorm. Wir haben hier 248 KP. Keine Ahnung, kein Plan. Das heißt, wir laden den Strom schon mal auf, was ganz gut ist. Wir können uns dann dementsprechend auch ein Tor gleich mal her tun. Ja, Natrium. Wo warst du? Ich habe irgendwo den Natrium gesehen. Ach, das war Wasserstoff. Da vorne. 222, 168. 213. Ja, alles schön nah. Ups. So, erstmal scannen, dass ich das nicht vergesse. Sind auch immerhin fast 5000, ne? Solanium da vorne, ganz viel. Dich habe ich schon, dich habe ich schon. Na? Was haben wir hier? Kupferansammlung, das ist cool. Wir holen uns nämlich das Kupfer auch noch, weil wir werden noch ein bisschen chromatisches Metall brauchen. Terrain Manipulator. Und ich baue auch groß ab, da schaue ich nochmal drauf. Es soll schnell gehen. Dann habe ich vielleicht ein bisschen weniger, aber... Nein! Ach gut, Kupfer, alles klar. Das Kupfer habe ich, das ist schon mal wichtig. Ja klar, weil ich die ganzen Eisenplatten einstecken habe. Du Honk. Eine Kobaltansammlung. Kannst du mal umschalten? Danke. Bin ja schon froh, dass es hier keine Wächter gibt. Weil wenn sie da dann auch noch aufpassen muss, das ist immer ganz toll. Dich habe ich schon. Hier gibt es viele von diesen Pflanzen. Cyberslayer, dass du mit Feind nicht umkippst. Mit deinem Riesenkopf. Und lauf mir nicht in den Strahl, bitte. So, warte mal. Ja, gleich ein bisschen gucken nach den. Na gut, die sind, ist jetzt zu weit weg. Kohlenstoff brauchen wir auf jeden Fall. Okay. So, was habe ich gebraucht? Zwei Kohlenstoff-Nanorohre. Okay, dann warte mal. Dann stelle ich schnell mal, dass wir das raus haben. Stellen wir mal schnell zwei solche Versorgungsdepots auf, weil die werde ich nämlich hier platzieren. Halt, ein bisschen höher bitte. Ein bisschen vor. Danke. Müssen wir uns einfach noch welche bauen, weil die drei werden nicht reichen. Weil ich möchte nicht jede Stunde hierher kommen, wenn die Dinger voll sind, sondern das soll ruhig
24 Stunden. Also so habe ich es geplant, zumindest. So, Versorgungsrohr, machen wir auch gleich mal die drei verbinden. Zack. Strom brauchen die zum Glück nicht, das sind halt einfach Silos. So. Dann gucken wir mal, wo war's? Da war's. Müssen wir auch mal gucken. Müssen wir mal gucken, wie viel wir hier rausbekommen. Hier ist der Platz. Wir haben Hotspot erreicht, 31, 38, 39. Das ist eigentlich dann schon, also dass wir genau die 40 oder so erwischt, oder mal, ne, wenn es mal 100% sein sollen, dass wir das genau erwischt, das ist eher selten. So, genau an der Stelle soll es bitte hin. Und jetzt habe ich wahrscheinlich keine... Ah doch, habe ich sogar noch. Ich stelle dich so rum hin, weil ich glaube nämlich, eigentlich egal. So, der braucht nämlich Strom. Von daher schließen wir jetzt erst einmal den Strom an. Sollte normalerweise gehen ohne Probleme. Ja. So, den schließen wir jetzt da an. Oh, ist es zu weit? Bau nicht möglich zu nah am Raumschiff. Ernsthaft. Warte mal. Wir stellen noch eine weitere Batterie auf. Dann haben wir halt zwei Batterien, das ist ja egal. Moment. Weil es hat nämlich mit dem Raumschiff, glaube ich, gar nichts zu tun. Das ist eher... Das ist eher, weil halt irgendwas dazwischen ist. Da bin ich mir aber auch immer noch nicht sicher. So. Die stellen wir jetzt einfach hier an den Rand. Fertig. Dann verbinden wir euch zwei. Von da nach da. Dann lädt der nämlich auch schon mal gleich wieder auf. Und es rennt halt wie sonst was, ne? Wo bist du? Da bist du. Schild schon wieder fast runter, Mensch. So, dann kannst du nämlich auch schon mal loslaufen. Sag nicht, dass es nicht geht, bitte. Ach gut. Nein! Bau nicht möglich zu nah am Raumschiff. Seltsam mit dem zu nah am Raumschiff, aber ist in Ordnung. Dann stelle ich das Raumschiff halt einfach einmal auf die Seite. So, zack. Probieren wir es nochmal. Es ist halt jetzt halt ein wenig hin und her in der Reihe, meine Güte. Aber normalerweise sollte das kein Problem sein. Bau nicht möglich zu nah am Raumschiff. Ungültige Position. Da wieder zu nah am Raumschiff. Wollt ihr mich veräppeln?
ich meine, wenn ich den jetzt da herstelle, das bringt mir nichts, weil der hat ja, der saugt ja keinen Strom, ne? Da fehlt mir irgendwie noch was dazwischen. Also, dass man irgendwas dazwischen stellen kann. Das ist ja ein Generator, ist eigentlich ein Quatsch, das Material auszugeben dafür, ne? Aber wieso heißt das Raumschiff zu nah? Na? So, schauen wir mal, dass wir dich ganz weit wegstellen. Da hinten hin. So, zack. Probieren wir es nochmal. Ihr könnt mir gerne reinschreiben in die Kommentare, woran es liegt. Vielleicht muss doch der Fels weg, aber das hatte ich noch nie das Problem. Ah, jetzt ist anscheinend weit genug weg. Jetzt habe ich nämlich nicht diese Meldung. So. Genau, und den hier. Zack. Jetzt kannst du nämlich laufen. Der hat 245 die Stunde. Also der braucht im Grunde eine Stunde, dass der hier voll ist. 245, es hat halt nur 39 Dichte, aber es ist mir im Grunde egal. Jetzt machen wir mal noch das Rohr. Jawohl, da habe ich genug. Das Schöne ist, dass es einzeln zählt. Man sieht ja, 52 sind baubar. Wenn das nach Elementen gehen würde, das wäre schlimm. So. Und da gehe ich dann auch hier direkt an die Einspeisung. Oder nee, gehen wir da vorne in die Kante. Zack. Und dann haben wir nämlich schon den anderen Wert. Dann haben wir nämlich jetzt 13 Stunden, bis quasi alles gefüllt ist. Also der Extraktor selber plus die Lagerbehälter. Dauert jetzt halt quasi 13 Stunden, bis das komplett gefüllt ist. Und deswegen möchte ich auch noch mehr Lagerbehälter herstellen, weil es ist klar, je mehr reinpasst, desto länger braucht es natürlich, bis es voll ist. So, von daher, wir gehen einmal drauf. Wie viel Ferritstaub habe ich noch? Ja, doch. Ich denke mal, da können wir auf jeden Fall noch welche herstellen, einige. So, da hätten wir nämlich dann schon mal einen. Hätten wir zwei. Ah, zwei Stück. Na gut, muss ich noch ein bisschen abbauen. Müssen wir noch ein bisschen was abbauen. Und wir haben ja hier genug Ferrit. Also wir müssen halt echt schauen, Ferrit. Es gibt ja noch den anderen. Die nächste Stufe, den können wir leider nicht verbrauchen. Halt. Kohlenstoff. Noch nicht analysiert. Wollen wir gleich einmal nachholen. Da reines Ferrit, das brauchen wir eben nicht. Dann mache ich noch die zwei Stück, dann können wir auf jeden Fall noch drei herstellen. Dann gucken wir als nächstes, wie viel wir dann, wie lange wir dann noch warten müssen. So. Ich habe festgestellt, dass es am schönsten ist aus der Bauperspektive. Man muss halt immer bloß, weil ich habe noch nicht rausgefunden, wie ich nach oben und unten fliege. Deswegen immer hochgucken, rüberfliegen und dann, na, ihr wisst schon. Und Nummer 3. So, dann einmal
die Rohre. So, das dauert jetzt 25 Stunden quasi, bis die komplett voll sind mit 6250 komplett Kapazität. Es ist für den Anfang jetzt eigentlich nicht einmal so verkehrt. Ich könnte noch einen zweiten Extraktor da oben hinstellen. Das wäre auch noch möglich. So, damit ist das wieder zu. Es ist schön, dass man das so machen kann. So, ihr könnt laufen. Wie gesagt, Strom haben wir echt viel, ne? Weil die Dinger, die laufen halt voll. Wir brauchen jetzt gerade mal 50 KP von den 248, die wir zur Verfügung haben. Das heißt, ich muss hier kein Ding noch herstellen, kein Solar oder sowas. Wir können das quasi alles hierüber versorgen. Also 4 Metallplatten, 2 Kohlenstoff-Nanorohre. Das heißt, wir brauchen noch ein bisschen Ferrit. So. Nein, falsch. Ach, wunderbar. 4 Metallplatten. 2 Kohlenstoff. Dann machen wir uns nämlich hier ein Portal einfach her. Da ist es ja auch egal, wo das steht. Und wenn wir hier keine Stürme haben, dann ist das natürlich hervorragend, ne? Gut, wir können uns, das braucht verdichtet, ne? Und ja, und auch Metallplatten, okay. Der bringt mir jetzt halt gar nichts. Habe ich noch zufällig ein Speichersignal einstecken? Ja, habe ich noch. Kann ich das auch loswerden? So, die stelle ich hier mit daneben. Gut, und das Ganze nenne ich jetzt halt Kobaltraffinerie. So, jetzt möchte ich aber trotzdem noch gucken. Aber wahrscheinlich nicht. Oh, wir hätten in 300 Meter ein Gas. Da weiß ich jetzt allerdings nicht, inwiefern das erreichen wird. Ob ich das bauen kann. Ich meine, da kann ich auch ein bisschen näher ranziehen, vor allem wenn das ein B ist. Das heißt, wir haben auf jeden Fall um die 60-70% wahrscheinlich an Ausbeute. Und ich hoffe, es ist nicht nur Sauerstoff. Und was ist es? Sauerstoff. Naja, gut. Mein Sauerstoff ist es schon auch gut, nice to have. 57, 55. Weil brauchen tun wir das ja auch immer wieder. Ich glaube, mit 59 bin ich hier schon am besten. Ja, servus. Ich glaube, die kann man nicht
Ich habe die auch schon mal beschossen mit Munition und mit Lasern vom Schiff aus und keine Chance. Also die Würmer, die sind halt einfach da. So, ich wollte aber eigentlich gucken, wo jetzt... Hallo? Ach da. 303. Boah, ich weiß halt nicht, ob das reicht, ne? Schauen wir mal, ob ich überhaupt bauen kann. Gasextraktor. Bräuchte ich 5 Metallplatten. So viel Ferrit habe ich doch gar nicht mehr, oder? Nee. Reines Ferrit und Kohlenstoff, da haben wir Ferrit. Ich muss jetzt auch schauen, ob ich noch nah genug bin, dass ich es überhaupt bauen kann. Da war irgendwas nicht. Ja, servus. Erst einmal Ski winken. Okay, dann tue ich mal ganz kurz meine Schilder auffüllen. Und auch den. Man kann sein Leben vielleicht auch noch auffüllen. 3 Stück habe ich da. Okay. Nein. Erstmal hier rein. Wir brauchen Metallplatten. 5 Stück. Fehlt mir halt echt wieder ein Grüne. Oder war auch wieder was nicht erforscht. Das dürfte auch noch nicht sein. So versteckt. Ja, aber es ist doch eine schöne flache Stelle hier. Setz mal halt einfach mal dahin. Ich hoffe, es geht, ja. Ansonsten würde ich es nicht angezeigt bekommen, ne? Ach ja, die eine Metallplatte noch, ne? So, Gasextraktor Hammer. Jetzt müssen wir noch den Strom verbinden. Ich hoffe, das geht. Ich weiß nicht, wie das ist mit 300 Meter. Meter Verlängerungsschnur, ne? Jo, bist außer Atem, ne? So, möchte ich dann gleich mal in den hier rein? War nicht möglich, Verbindung zu lang. Okay, das ist jetzt natürlich das andere. Dann machen wir es folgendermaßen. Dann stellen wir eben nochmal eine Batterie auf. Jetzt muss ich nochmal gucken. Sehe ich, wie weit du weg bist? 250, wunderbar. Unter 83. Dann stellen wir dich genau hier auf das Hügelchen hier. So. Zack. Dann kommst du einmal da dran. Ich denke mal, es ist noch am sinnigsten, dass man im Grunde dann halt die Batterie nimmt als Verbindungen, weil die ja dann gleichzeitig noch den Strom speichern. Manchmal verschwinden die Sachen. Frechheit. So. Damit geht's hier hin. So, da ist jetzt nur die Frage, weil ich brauche da auch ein Depot dafür.
Oh, schön. Ach, ich habe ich schon gescannt. Ob ich da nicht einfach... Wie viel produzierst du? 337 pro Stunde. Das ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Das ist dann gerade mal eine Dreiviertelstunde. Okay. Wir müssen mehr abbauen. Also ich mache das jetzt halt auch wirklich das eine Mal jetzt hier mit euch, dass wir das gemeinsam im Grunde aufbauen. Und auf den anderen Planeten werde ich das dann ja im Grunde das gleiche machen. Von daher werde ich euch dann am Ende eher zeigen, dann was ich habe und was, ne, was passiert ist. So, dann würde ich sagen, schaffen wir mal hier ein bisschen Plattform, weil dann machen wir nämlich die Sammelcontainer. Warte mal, wo machen wir denn die hin? Weil andererseits, ich will die auch nicht... Wir machen die dahin, wo jetzt der Stromkasten steht, der eine. So, weil das müsste dann von der Entfernung auch passen. Du nervst mich hier. Ja, das passt dann schon. Machen wir hier eine Plattform. Das reichen ja vier so Platten eigentlich. Ja, wobei, mach mehr. So, wunderbar. Vielleicht baue ich dann auch irgendwann einmal einen Weg davor. Es gibt ja noch einen Teleporter, den habe ich auch noch nicht ausprobiert. Du stehst natürlich ein wenig komisch da, ne? Vielleicht versetze ich dich auch noch. Muss mal gucken. So, wir brauchen aber auf jeden Fall Massen an Ferritstaub.